Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Albenrevue. Nach langer Zeit wieder einmal. Gute Musik gibt es überall, aber der Unterschied zwischen gestern und heute liegt, zumindest in meinen Augen, vor allem darin, dass früher gute Musik mehr auf der Oberfläche der Musikindustrie schwamm, doch durch die Jahrzehnte mehr in den Untergrund absank, während oben auf der hochkommerziellen Oberfläche nur wirrer, gekünstelter Mist übrig geblieben ist. Musik für die Handy-Generation. Man kommt nicht an der Feststellung vorbei, dass große Labels heute deutlich weniger mit der Produktion von guter Musik beschäftigt sind, sondern vielmehr mit der Finanzierung einer ganzen Armee aus Rechtsanwälten, deren Assistenten den ganzen Tag nur wenig anders tun, als Videos auf YouTube zu blocken. Weil es wieder jemand gewagt hat, etwas irgendwo abzuspielen. Und ich weiß, dass das eine stark vereinfachende Hyperbel ist. Nicht alles, das heute von einem Major-Label abgewickelt wird, ist Dreck, aber immer mehr. Wer diesen Trend nicht erkennen kann, hat möglicherweise Mühe, auch andere Dinge zu erkennen. Diese Sachverhalte existieren nicht in einem luftleeren Reinraum. Wer heute Kanye West super findet, hat möglicherweise genau den Präsidenten, den er verdient, den Vorgesetzten, den er verdient, die Politiker, die er verdient und die Influencer, die er verdient. Dies mögen keine Kausalitäten sein, doch es sind Korrelationen. Wer dem Hollywood die Scheiße direkt vom Löffel frisst, findet sich zunehmend in einer Welt wieder, in der genau dieses Hollywood die einzige Lichtquelle darstellt, die es im Leben eines solchen Menschen gibt. Doch heute gibt es immer noch großartige Musik, aber diese muss man eben auf den kleineren Labels suchen. Die großen Monster-Labels haben sich ja weitgehend in Verwertungsgesellschaften verwandelt, die einfach nur Lizenzen abwickeln. Darum versuche ich immer, die Leute dazu anzustiften, Musik nicht beiläufig zu behandeln, sondern, wie ich, richtige Klangforscher zu sein. Das hier ist ein Lifestyle, es ist eine Philosophie, es ist eine unmittelbare Teilnahme an den höchsten Kulturwerten, die diese Zivilisation zu bieten hat. Und dafür sind wir jetzt hier. Heute geht die Expedition nach Bayern, respektive nach München, wo kürzlich das neue Album von Das Hobos erschienen ist. Eine Band, deren Existenz mir vollkommen unbekannt war, bis ich auf ihr Album stieß. Und dieses Album ist ein großartiger Wurf. Für mich war diese Band eine Neuentdeckung und so musste ich erstmal auch ein wenig das Internet bemühen, um über das Trio mehr zu erfahren. So habe ich herausgefunden, dass diese Band eben ein Trio ist, bestehend aus dem Münchner Leo Hopfinger, Tom Simonetti aus Augsburg und Frank Nägele aus Ludwigsburg. Dies ist also keine Band aus München, wie ich es angenommen habe und mehrmals an anderer Stelle gesagt hatte, sondern mehr ein schwäbisches Outfit aus dem Allgäu. Zumal die Wurzeln der Band in Buchloe liegen. Der besagte Leo Hopfinger ist natürlich unter dem Nom de Plume Leroy bekannt, dessen großartiges Album Bombardier auf jeden Fall auch eine eigene Albenrevue verdient. Akustisch gibt es eindeutig Querverbindungen zwischen Bombardier und Random Home. Doch um etwas synästhetisch zu klingen, Bombardier hat eher die Stimmung eines heißen Sommertags, während Random Home mehr etwas leicht Verregnetes hat. Dies sind also durchaus zwei unterschiedliche Formen der Melancholie, wenn auch artverwandt. Ich glaube, dass es in den Medien eine gewisse Tendenz gibt, das Hobos zu positionieren, gesellschaftlich und politisch, ein Versuch, der vermutlich stets zum Scheitern verurteilt ist. Das kommt daher, weil sich eben im Bandnamen die Referenz auf die einst herumfahrenden Landstreicher Amerikas, die Hobos, befindet. Berühmt für ihr Schwarzfahren auf der Unterseite der Zugwaggons und verewigt von den großen amerikanischen Autoren wie John Steinbeck, Jack London oder Jack Kerouac und natürlich Harry Camp. So gerät man vielleicht auf die schiefe Bahn, diese Band als das Sprachrohr der Marginalisierten zu sehen, eine Band für die etwas verfilzte Unterschicht. Dieser ganze Gedankengang wird durch den falschen Artikel Das schon mal ad absurdum geführt und der Verdacht stellt sich ein, dass hier viel mehr augenzwinkernd gemeint ist, als man es vielleicht wahrhaben möchte.
Das wird zum Beispiel in dem Song Discover deutlich, als sich aus der Musik plötzlich die Klangaufnahme von den typischen Stahlrädern eines Zugwaggons, die gegen die Gleise donnern, herausschält. Sozusagen der ultimative Soundtrack im Leben eines Hobos. Doch zugleich schmunzelt man da auch ein wenig, denn es könnte natürlich sein, dass diese Band uns ein wenig aufzieht. Doch für mich könnte sich das Wort Hobos genauso gut auf ein Himmelsobjekt beziehen. Schließlich reimt es sich auf Phobos und Deimos. Für mich liegt das Faszinierende an das Hobos in ihrer Musik selbst und dies findet in mehreren Punkten Ausdruck. So ist das hier eine Band, die nicht wirklich einem expliziten Genre angehört. Hier bahnt sich also die kreative Energie ihren eigenen Weg und orientiert sich hierbei nicht an Trends. Der musikalische Ausdruck scheint hier einer Überlagerung der Ideen dieser drei Musiker zu entsprechen, nicht einer Szene, die den Sound einer Band mitgestaltet. Das ist vielleicht aber auch der musikalischen Handschrift von Leroy geschuldet, denn bereits sein Album Bombardier hat eben dieses heimatlose Feeling und besitzt stilistisch eben etwas Nomadenhaftes, beseelt von einem gewissen Fernweh. Das Hobos partizipieren schon seit Jahren erfolgreich bei Musikfestivals und ihr Sound ist eben extrem kompatibel mit anderen Genres, ohne einem dieser Genres explizit anzugehören. Diese Band könnte jederzeit auf derselben Bühne mit Slowdive stehen, obwohl ihre Musik nicht wirklich Shoegaze ist. Aber sie haben diese Dream-Pop-Ästhetik, die durchaus in diese Nähe rückt. Sie können genauso gut auf einem Folkrock-Festival teilnehmen, ohne eine echte Folkrock-Band zu sein. Sie sind eindeutig psychedelisch, doch eine Psychedelic-Rock-Gruppe sind sie dennoch nicht. Im Ausland wird man ihr Album vermutlich in der Krautrock-Abteilung finden. Ist nicht gänzlich falsch, doch in Wirklichkeit vollkommen unbedeutend. Ein weiterer Reiz liegt in der eigentlichen Produktion dieser Musik. Manche Stücke beginnen geradezu unscheinbar, gehüllt in den typischen Reverb-lastigen Vorhang eines Dream-Pop-Lieds. Als Zuhörer denke ich da, okay, ich verstehe, was ihr von mir wollt. Doch dann, nach 20 oder 30 Sekunden, stellt sich das erste unerwartete Element ein, eine musikalische Komponente, die an dieser Stelle ein wenig überrascht. Eine halbe Minute später taucht das nächste Element auf und bevor man sich versieht, ist bereits eine faszinierende Klangarchitektur entstanden, die man mangels besserer Ausdrucksweise als originell bezeichnen muss. Und das ist, was diese Musik ist, extrem originell, ohne in wirren Krach zu verfallen. Und das ist heute durchaus selten geworden. Gut strukturierte Musik, die dem Ohr gefällig ist und sie dennoch vor Originalität und von guten musikalischen Ideen strotzt, ist heute relativ selten. So begegnen uns hier Elemente von Glitch, Dubstep, allerlei charmantes Sampling, das an die Soundtüftler aus der Welt des Hip-Hops erinnert. Und es gibt hier den bereits erwähnten Klangnebel der Shoegazer und des etwas wehleidigen Dream-Pop. Random Home ist aber kein eklektisches Album. Im Gegenteil, das Album ist hervorragend organisiert und die Natur der Stücke mutet wie aus einem Guss an. Man erkennt die Mühe und die Arbeit, die hier in einen einheitlichen Sound gesteckt wurde. Zugleich ist diese Platte aber sehr abenteuerlustig. In meinen Ohren klingt es zumindest so, dass das Hobos einen konkreten, stilistischen Kern hat, der so eine Art bluesiger Folk ist, der jedoch in diese ganze Palette aus interessanten musikalischen Ideen und Ausdrucksformen gehüllt ist. Und das bewirkt einen der wichtigsten Pluspunkte dieser Musik und dieses Albums. Der Sound ist nicht vorhersehbar und damit qua Definition kurzweilig. Dieses Album hört man sich durch, es ist nicht besonders lang und am Ende sagt man sich, okay, das höre ich mir morgen nochmal an. Random Home erschien auf dem Münchner Schamoni-Label und das ist natürlich so eine Art Hinweis darauf, dass das hier keine 0815-Musik ist. Ich gebe hier 4,5 Sterne, ein tolles Album, das man als eingängig bezeichnen könnte, das jedoch mit unzähligen Überraschungen garniert ist und stilistisch die Fühler in alle nur erdenklichen Richtungen steckt. Das war Random Home von Das Hobos, erschienen in 2020 auf dem Label Schamoni Musik.